have space for a dog because a crazy dog probably does not come. You will die out here. Ja, aber die hätten den jetzt mal im Nachhinein betrachtet, den hättest du halt vorher schon irgendwie loswerden müssen, ne? So, komm, und wenn wir jetzt gerade dabei sind, dann gucken wir uns auch gleich den nächsten Teil an. 2 von 4 Trans-Salar in der Falle. Marsch durch die Todeswüste. Wir sollen hier nicht herkommen. Wir sollen nicht herkommen. Das hätten wir es verstanden. Peligrosa. Sonst sind wir tot wie Hunde. Ich spüre das, dass wir genau das vorhaben. Boah, Gewitter ist, glaube ich, schon echt krass, wenn du da bist und keinen Schutz hast. Aber auch cooles Intro, gefällt mir. Rote Isomatte. Ja, auf gut. Dem Altiplano, einer Hochebene in Bolivien, liegt auf 3600 Metern Höhe der Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Erde. Wir möchten ihn überqueren und bringen dabei nicht nur uns selbst in höchste Lebensgefahr. So, jetzt geht's weiter. Teil 2 in der Falle. Wir starten endlich unsere Reise in La Paz, dem Regierungssitz von Bolivien. Während die indigene Bevölkerung demonstriert, warten wir mit schwerem Sonnenbrand auf... Was, die demonstrieren? Das sieht ja aus wie ein Volksfest. So sehen bei denen Demonstrationen aus? Ja, da sollten wir uns aber mal ein Beispiel dran nehmen. Unseren Bus. Wir verlassen unser Hotel in einem Minibus und steigen später in einen voll geländegängigen Reisebus um. Der Bus ist schon heftig in die Jahre gekommen, Alter. Und so richtig sicher fühlen wir uns in dem klapprigen, wackeligen Kasten nicht. Unsere wertvolle Ausrüstung im Bauch des Busses wird kräftig durchgerüttelt und natürlich wieder beschädigt. Echt? Oh, das würde mich jetzt mal interessieren, was da jetzt kaputt gegangen ist. Vom Rütteln vom Bus. Viele Male bleiben wir stehen, bleiben hängen und irgendwann geht gar nichts mehr. Während der Regenzeit steigen kleine Flüsse an und reißen die Straßen weg, unterspülen die Furten und die Infrastruktur erlaubt es nicht, dass diese Schäden zeitnah repariert werden. Wir stehen in einer Reihe von Fahrzeugen. Vor uns hat sich ein LKW tief in den Schlamm der Furt eingegraben. Aber ich find's super spannend, interessant, diese ganze, dass die Anreise noch so mit dokumentiert ist, was da alles davor schon passiert, ne? Also, man hätte jetzt auch denken können, okay, das Intro geht los, wenn die beim Start sind am Salzsee, aber man merkt, und ich erkenne da so einige Parallelen, wie davor einfach schon die ganze Zeit irgendein Scheiß passiert. Zeitpläne können hier ohnehin nie eingehalten werden, dennoch sind wir ungeduldig, weil wir viel Zeit in La Paz beim Warten auf unsere Ausrüstung verloren haben. Mhm. Der kommt da nicht mehr so einfach raus. Plötzlich müssen alle aussteigen. Der Bus muss so leicht wie möglich werden, um den Fluss an einer anderen Stelle zu überqueren. Ob das Unterfangen erfolgreich sein wird, steht noch in den Sternen. Aus den benachbarten Orten sind Helfer gekommen. Mit Hilfe einer Planierraupe wird die Straße wiederhergestellt. Diese Alter. Art von Unfällen und Zwischenfällen sind typisch für die südamerikanischen Länder. Die Infrastruktur ist schlecht ausgebaut, die Straßen sind nicht gut und kommt es zu einem Zwischenfall oder gar zu einem Unfall mit Personenschaden, dauert es teilweise Stunden, manchmal Tage, ja, bis geholfen werden kann. Aus diesem Grund sind auf dem Salar de Uyuni in der Vergangenheit schon viele Touristen gestorben. Der Bus nimmt Anlauf und schafft es tatsächlich. Schön mit Anlauf durch! Weiter. Allerdings wissen wir nicht, ob wir nicht lieber gelaufen wären. Ist jetzt schon durch? Endlich erreichen wir Uyuni, das ehemalige Bergwerkdorf. Heute lebt Uyuni größtenteils vom Tourismus. Wir besorgen uns Proviant. Käse, Fleisch und Maisgrieß, der eigentlich Hühnerfutter ist und große Mengen Sand beigemischt hat. Hä? Warum? Wir können den Warum holen die sich jetzt irgendeinen Grieß mit Sand? Grieß einfach mit heißem Wasser aufmischen und essen. Aber den Sand doch nicht. Wir nennen diese Pampe ab jetzt Polenta.
Wir mieten uns in einem einfachen Hotel ein und schließen endlich die Vorbereitungen für unsere Expedition ab. Also bis jetzt hatten wir noch nie so viel Schaden an der Ausrüstung. Das ist ziemlich alles anders, Ricky. Geschrottet während dem Flug oder während der Busfahrt. Aber wie kann denn die Sulki bei Busfahrt kaputt gehen, wenn die da, oder lagen da andere Dinger drauf und haben das dann verbogen oder so? Und hier sieht man auch, warum wir der Horror eines jeden Hotels sind. Normalerweise sieht das viel schlimmer hier aus. Wir füllen unsere Wasserspeicher mit der vorher berechneten Menge. Ja, wie viel? Wir sind gut vorbereitet, können aber noch nicht wissen, dass es niemals reichen wird. Wie viel Wasser nehmt ihr mit? Das würde mich jetzt mal interessieren. 150 Kilometer, wie viele Tage und wie viel Wasser nehmt ihr mit? Mit einem Fahrer lassen wir uns über eine holprige Piste bis nach Kolchani bringen. Für die 30 Kilometer brauchen wir fast 2 Stunden. Warum nicht? Hühner brauchen halt den Sand, um die Nahrung zu verdauen. Ah, okay. Und wenn es nichts anderes gibt? Immerhin ein paar extra Mineralstoffe, aber wohl nicht so geil auf Dauer für die Zähne. Stimmt. War das nicht sogar so, dass Krokodile irgendwie auch Steine fressen, damit die es besser verdauen können oder so? Unten. Spätabends kommen wir endlich am Salar an und bauen unser Zelt auf. Wir sind jetzt quasi mitten in der Nacht in Kolchani angekommen. Das ist der Beginn unserer Route, einmal quer über den Salar de Uyuni. Wir haben jetzt ein kleines Problem, und zwar über dem Salar gewittert ist. Und das ist extrem, also teilweise gehen die Blitze hier in Sekundenreihe runter. So wirklich Spaß oder wirklich Freude macht es nicht, daran zu denken, da draußen auf dem See übernachten zu müssen. Die meisten Blitze gehen aber tatsächlich in den Gebirgen runter, sprich an den Vulkanen. Die sind auch knapp 1000 Meter über dem Salar. Aber wir müssen einfach mal schauen, was die Zeit bringt. Ab jetzt beginnt unser richtiges Abenteuer. Wenn wir nun in Kolchani loslaufen, müssen wir alles bei uns haben. Wir haben keine Kommunikationsmittel und können ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr gerettet werden. Während der Regenzeit kann der Salar de Uyuni von Geländewagen nur am Rand befahren werden. Verlassen wir diese sichere Zone, sind wir auf uns alleine gestellt. Da muss doch nur der Heli ran. Aber den musst du erstmal rankriegen. Und dann ist die Frage, ob der überhaupt auf der Höhe fliegen kann. Schwierig, glaube ich. Schwierig. Stellt. Die Einheimischen leben hier vom Salzabbau. Mit unseren Sturmmasken sehen wir so ähnlich aus. Was ein lustiger Zufall sein könnte, führt fast zur Katastrophe. Was jetzt? Die Nacht war ein bisschen unruhig. Wir wurden die ganze Zeit von Hunden wachgehalten, aber dafür haben wir jetzt einen treuen Begleiter schon seit einigen Kilometern, seit einer Dreiviertelstunde läuft. Wo ist er denn? Nein, da. Ein kleiner Paddel mit uns. Mit. Ein bisschen nervig ist er, ich möchte ihn streicheln, weil er vermutlich extrem verflucht und verlaufen. Aber er ist ein Lieber und wenn er mit uns bis rüberkommt, auch nee, ich will ihn nicht streicheln. Tut mir echt leid. Wenn er mit uns bis rüber kommt, dann hat er sich auf jeden Fall ein Würstchen verdient. Wir müssen ihn vermutlich am Beginn des Hals verscheuchen, weil wir haben nicht genügend Wasser für 3. Vielleicht sind es die Masken. Aber geil, dass dieser Hund sich da einfach anschließt, wo mitläuft. Masken. Der kleine Straßenhund, wir haben ihn Beppo getauft, verwechselt uns und folgt uns in Richtung Pampa. Die Straße, die von Kolchani in Richtung Salar de Uyuni führt, endet im Nichts. Wir machen uns auf diesen 10-15 Kilometern warm und der kleine Hund folgt uns immer weiter. Die Oberfläche der Straße besteht aus Split, durchmischt mit feinen Salzkristallen. Schon jetzt beginnt er zu hinken. Wir hoffen, dass er den Schritt auf den Salar nicht wagen wird. Wir transportieren alles, was wir... Hä, aber krass, dass sich das da so biegt und so wippt. Wir haben mit uns. Da wir uns selbst filmen, gehen wir viele Strecken doppelt. Ein drittes Lebewesen hier an einem der lebensfeindlichsten Orte der Welt zu erhalten, ist für uns nicht möglich. So sehr uns der Hund ans Herz gewachsen ist, wir müssen ihn losbekommen. Scheiße, ey.
Ja, den hättest du schon vorher loswerden müssen, ne? Weil der denkt sich ja jetzt auch, ich laufe hier schon seit 4 Stunden mit euch mit. Scheint kalt zu sein, oder wie? Da oben? Hey, Digga, du wirst dir auf dem Salz die Füße kaputt machen. Du solltest hier bleiben, okay? Wir planen, den Salar von der Ostküste aus in Richtung Westen zu überqueren. Wir werden allerdings keine gerade Linie laufen können, okay, da die Oberfläche sehr stark von stehendem Wasser beeinflusst werden kann. Bleibt das Wasser über längere Zeit an Ort und Stelle, löst es die Oberfläche auf und man sinkt tief ein. Ach so, okay. Außerdem fließen nach Regenfällen aus den Gebirgen große Ströme auf den Salar. Sie werden uns zwingen, unsere geplante Route deutlich zu verändern. Selbst am Rand des Salars ist das Vorankommen für Geländewagen nicht einfach. Die Abwesenheit schneller Hilfe hat in der Vergangenheit zu schweren Unfällen mit vielen Toten geführt. Wir stehen jetzt am Beginn unserer Reise. Hier ist der Übergang vom Festland oder von der Pampa auf den Salar. Und wir stehen hier in einem Gedenkstein, der an 13 Tote von einem Unfall aus dem Jahr 2008 erinnert. Wir sind uns ziemlich im Klaren, dass das, was wir vorhaben, nicht ganz ungefährlich ist. Insbesondere, dass wir um die Jahreszeit, wenn wir weiter als 15 Kilometer außerhalb der Uferzone sind, nicht mehr mit Hilfe zu rechnen haben, wenn uns etwas passiert. Die Salzschicht ist nicht so fest, dass sie Kraft wegen hält, und die Höhe hier ist zu hoch, als dass uns Rettungshubschrauber zur Hilfe kommen könnten. Ja. Aber wir wissen es und wir machen es trotzdem, oder? Ja. Ja. Bleibt der jetzt wirklich da, der Hund, einfach? Hä? Nee. Nee. Mach keinen Scheiß. Aber krass, die haben es ja sogar wie so eine Schneeschaufel hier dabei. Große Rucksäcke, Fall-Isomatten. Und der Hund ist immer noch dabei. Was ist das? Ah, so Überschuhe. Ah, die haben sogar einen Kilometerzähler dran. Ein Fahrradcomputer. Sonnencreme hinten drin. Ah, hier sieht man die Wasserblase. Die habe ich öfter auch schon mal auf Fahrzeugen gesehen. Also vom, weiß ich, vom Schweizer Militärs oder so. Aber so beim, ich sag mal, Vanlife. Weil durch die schwarze Oberfläche wird das Wasser dann recht warm da drin, und dann nutzen die das teilweise auch zum Duschen. Die haben auch so einen speziellen Namen. Ich habe die auch schon mal auf der Abenteuerallrad gesehen. Aber gut, was sind da drin? 50 Liter oder sowas? Jetzt wird er doch nochmal gestreichelt, ne? Denn auch Joe Vogel hat ein Herz. Für Tiere. Scheiß auf die Flöhe. Hundi braucht Liebe. Weniger, so 20 bis 30 vielleicht. Boah, ich kann es gerade gar nicht einschätzen. Warte mal, Kanister. Ja doch, ich glaube mit 50 Liter habe ich gerade völlig übertrieben. Ich gehe gerade mal meine Kanister und durch. Ich habe 5er und 10er. Ja, okay, nee, das sind doch vielleicht auch nur 20 Liter, ne? Ja, ich glaube, mit 50 war gerade völliger Quatsch. Ist das hier Flamingo? Mensch, der Hund ist immer noch da. Der Hund wird's nicht machen. Hä? Crazy
Nein, nein, wir können diesen Hund leider nicht mitnehmen. Hund muss leider sterben, weil Hund Flöhe nicht gut in Auto. Ja, aber die hätten den jetzt mal im Nachhinein betrachtet, aber gut, das lässt sich mal einfach jetzt ja von zu Hause aus sagen. Den hättest du halt vorher schon irgendwie loswerden müssen, ne? Also auch wenn es hart klingt oder so, aber den hättest du gleich am Anfang, wenn er dir die ganze Zeit hinterher rennt, hättest du den irgendwie schon loswerden müssen. Weil jetzt wird's schwierig. Vor allem jetzt ist er auch schon so weit draußen und alles. Scheiße da jetzt, also. Nein, wenn sie ihm jetzt noch dann auch noch währenddessen die ganze Zeit Wasser geben, dann merkt der Hund doch, ey, cool, die geben mir sogar was zu trinken. Ich verlasse die auf keinen Fall. Die einzige Möglichkeit, den kleinen Hund, der mittlerweile schwer angeschlagen ist, zu retten, ist, ihn in ein Fahrzeug zu bringen und an den Rand zu fahren. Wir haben nur noch wenige Kilometer, in denen wir ein Fahrzeug finden können, das ihn mitnimmt. Um ihn doch noch irgendwie zu retten, entscheiden wir uns, am berühmten Salzhotel Rast zu machen, um hier nach Hilfe zu fragen. Widerwillig schlagen wir den Weg in Richtung Las Banderas ein, dem ehemaligen Salzhotel. Hier möchten wir rasten, vielleicht übernachten und hoffen. Aus was ist denn das gebaut? Sag mal, es sieht so aus, als wäre das all aus so Salzblöcken gebaut. Hoffen, dass wir hier einen Geländewagen finden, der Beppo mitnimmt. Welch ein Kontrast. Nach der Stille des Salar de Uyuni finden wir uns hier in einer Partyzone wieder. Vor allem Japaner, aber auch Israelis und Deutsche lassen sich von Einheimischen hier rauskarren, um für sogenannte soziale Netzwerke Bilder zu machen. Geil, um für sogenannte soziale Netzwerke Bilder zu machen. Herrliche Formulierung. Das eigentliche Interesse am Salar de Uyuni, an den Einheimischen und ihren Lebensumständen, liegt bei null. Wir versuchen uns vom ungewohnten Marsch in der Höhe zu erholen und fragen uns durch. Niemand ist bereit, Beppo mitzunehmen. Niemand ist bereit, einen kleinen Hund zu retten. Es wird kühl und innerhalb kurzer Zeit sind alle Touristen auf dem Weg zurück nach Uyuni. Wir bleiben zurück, alleine mit dem Besitzer des ehemaligen Hotels. Wir können ihn endlich überreden, Beppo mitzunehmen. Ah. Aber jetzt will Beppo nicht mit. Wir können ihn nicht davon überzeugen, dass er den Überquerungsversuch mit uns aufgibt. Er beginnt zu beißen und sich zu wehren. Wir haben keine Chance, er wird bei uns bleiben. Wir richten uns für die Nacht ein. Da bei auflandigem Wind am Rand das Wasser sehr stark steigen kann, vor allem wenn es auf dem See regnet, bauen wir uns ein kleines Podest aus Salz. Geil! Es sollte helfen, dass das Wasser nicht in unser Zelt gedrückt wird. Du baust hier ein Podest aus Salz für dein Zelt. Das ist schon wild, ey. Nachts sinkt die Temperatur deutlich unter den Gefrierpunkt. Durchnässte Kleidung oder durchnässte Schlafsäcke können hier lebensgefährlich werden. Jedes Jahr erfrieren und verdursten Einheimische auf dem Salar de Uyuni. Die Arbeit ist anstrengend. Das Herz schlägt schnell. Wir versuchen, die Kräfte einzuteilen und bauen endlich unser Zelt auf. Da wir noch immer mit unserem kleinen Freund unterwegs sind, müssen wir die Route umplanen. Während der Navigation sehen wir, wie vom Rand des Salar de Uyuni schwere Gewitter auf den See ziehen. Oh. Wir stellen uns auf eine unruhige Nacht ein. Wir haben aber noch keine Ahnung, wie sehr wir in Lebensgefahr schweben. Ja, ey, spannender zweiter Teil auf jeden Fall. Ich hoffe,
Der Hund macht das da irgendwie. Das wäre halt echt blöd, wenn der wegen der Nummer da jetzt irgendwie drauf geht, ne?